Okidoki, schauen wir mal. Es sollte laufen. Ja, ich glaube, das läuft. Du meinst, das läuft? Das läuft, das läuft. Wir sind live auf Facebook. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wie immer Mittwoch, 8:30 Uhr. Wir haben wunderschönen Herbst. Wir hoffen, ihr seid da, wenn ihr uns sehen könnt, wenn ihr uns hören könnt. Wie immer gerne in die Kommentare damit. Und wir steigen heute ein in ein ziemlich cooles Thema, nämlich es geht ja zurück an den Schreibtisch oder es ist eine Wiederaufnahme von Tätigkeiten oder eben früh beginnender Jahresendspurt, wie man es auch immer nennen mag. Jedenfalls haben wir gesagt, ja, alles richtig, aber zuerst stellt euch bitte die richtigen Fragen. Ja, wir hatten es ja letztes Mal, ihr müsst, bevor man in den Startblock losrennt, egal ob Sprint oder Marathon, hinter den Startblock. Und was macht man hinter dem Startblock, beziehungsweise quasi in der Vorbereitung auf den Startblock? Man stellt sich die richtigen Fragen. Frau Westenthaner, das klingt ja schon so wieder, als gäbe es richtige und als gäbe es falsche Fragen. Wie können Sie nur diese Spaltung? Ja, aber die tägliche Praxis bei dir und bei mir und bei uns beiden zeigt, es gibt definitiv falsche Fragen und es gibt richtige Fragen. Und ihr kennt das wahrscheinlich aus den letzten Jahren, aus dem Herbst. Es gab da schon immer richtige Fragen, immer wieder zum Wiedereinstieg, weil einfach doch viele aus dem Urlaub zurückkommen, weil es einfach doch wirklich so ein bisschen eine Überwindung ist, auch wieder an den Schreibtisch zurückzugehen, so gern die Leute ihr Business mögen. Es ist trotzdem, diese Wiederaufnahme hat es halt einfach in sich. Und meistens werden dann noch nicht mal Fragen gestellt, sondern es wird losgelegt. Und dieses, wir hatten das ja gestern auch in unserem Instagram-Post, dieses einfach mal loslegen und machen, ist schon, hat schon eine gewisse Magie in sich. Allerdings, wenn das planlos verläuft, ist das leider schade um die ganze Energie, die du da reinsteckst. Also haben wir die letzten Jahre immer von den Fragen, von den Check-in-Fragen auch gesprochen. Das sind auch die, die irgendwie Business in unserem Check-in-Fragebogen drin sind. Weißt du überhaupt, wo deine Interessenten sind? Ja, weißt du, was deine Bestandskunden brauchen können und so weiter und so fort, bevor du anfängst, erstmal dich 5 Stunden an der Grafik zu setzen, damit das besonders nice aussieht. Das ist so mein Lieblingsbeispiel, weil in meiner täglichen Praxis passiert das ganz oft, dass die Leute lieber ihre Webseite relaunchen oder ein Logo überarbeiten oder sich ganz lang an Grafiken setzen für alle Social Media Kanäle, aber keiner weiß, für wen überhaupt. Das war bis jetzt immer so diese Fragestellung, die wir gestellt haben. Und wir haben ja gesagt, dieses Jahr, nee, nee, das wäre ja eins, das noch nicht mal null. Nee, so null. Aber wir müssen bei minus eins starten. Und es sind andere Fragen, es sind noch mal, hat nochmal eine andere Fragenqualität. Und es geht nochmal sehr viel mehr nach innen, ins Unternehmen rein, auch in die Selbstreflexion rein. Diese Fragen, bevor man sich in den Hustle begibt und meint, mit lauter Machen käme man voran. Die meisten von euch werden wissen, das funktioniert bis zu einem bestimmten Grad, aber in der Reproduzierbarkeit scheitert das dann meistens. Ja, und es ist halt auch so dieses, ich meine, beim Fragebogen eben vom Wie Business erleben wir auch immer die gleiche Reaktion. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ich kann dir das gar nicht sagen. Was sollen denn jetzt, was soll ich denn meinen Bestandskunden überhaupt nochmal anbieten? Also das war ja immer wieder auch das Gleiche. Jedes Mal beim Start in Wie Business, bei dem Start in den Check-in-Fragebogen waren ja auch ganz viele Sachen, das kann ich nicht beantworten. Klar, mangelndes Wissen über manche Begrifflichkeiten, aber auch wirklich mangelndes unternehmerisches Wissen über die eigene Firma. Der Move, das nochmal zurückzustellen und eben dieses, was wir mit Human Centered auch immer propagieren und was wir jetzt einfach nochmal auch in ein Wort Tee gegossen haben, nämlich dieses Innovation from the Inside, also das von innen nach außen zu arbeiten, das machen wir jetzt mal auch schon 20 Jahren, aber jetzt haben wir es halt mal schick noch einen Namen gegeben. Das fängt eben wirklich auch bei einem sauberen Reflexionsprozess an. Und jeder, der sich mal in einen Reflexionsprozess hineinbewegt hat, man hat so eine Tendenz, gerne die ersten 10 Minuten zu überspringen. Wir können doch gleich dann bei anfangen. Warum müssen wir denn das nochmal machen? Das ist wie beim Sport. Warum muss ich mich denn jetzt aufwärmen? Können wir nicht gleich was Richtiges machen? Und dann war es der Meniskus oder sonst irgendwas, was sich verabschiedet hat. Weil, Moment mal, wieso jetzt Sport und wieso bewegen? Und das ist bei uns eben auch das, was wir gesagt haben bei der Real Business Challenge. Wir möchten mit euch
wirklich ganz vorne anfangen, um eben diesen Punkt zu setzen, nicht auf Sand zu bauen. Und insbesondere in diesem Jahr ist es definitiv keine Variante, auf Sand zu bauen. Und das heißt, die Standardfragen, die in allen möglichen Vertriebs, sonst irgendwas, Challenges ganz gerne mal gestellt werden, sind nicht auf dem Niveau, dass sie eben gerade jetzt, wenn wir zurückgehen, wenn wir wieder quasi, du kannst nicht einfach dieses Jahr, also ich meine, das konnte man eigentlich noch nie, aber man konnte nicht die To-Do-Liste, die man vorm Urlaub oder vor, man macht mal Pause irgendwie dahingelegt hat, jetzt wieder in die Hand nehmen, weil zwischenzeitlich, davor waren es immer so 4 bis 6 Wochen, wo sich die Welt geändert hat. Jetzt kann es mal 3 Tage sein und denkst du so, okay, gut, die To-Do stimmen schon gar nicht mehr. So, also deswegen kommt da eben wirklich dieser Punkt, so dieses nach vorne gehen, dieses Zurücktreten und zu gucken, was ist denn die Frage, die ich mir jetzt real stellen muss. Und diese Fragen, die am Anfang, weil wir alle so gerne sie überspringen, weil da sind wir ja schon nicht mehr. Wir sind ja schon viel, viel weiter. Wir müssen uns diese Fragen nicht mehr stellen, schlampen wir halt an der Stelle auch immer. Und das führt dann zu einer meiner Lieblingsfragen. Zu einer meiner Lieblingsfragen, die ja bei mir machen, kommen Sie ja mit den Grafiken, dann ziehe ich in den Zahn oder wie auch immer, weil ich auch gar nicht dafür zuständig bin. Meine Lieblingsfrage, die bei mir immer auf dem Schreibtisch landet, ist: Aber warum? Warum was? Also, ich habe manchmal das Gefühl, so mein ganzes Leben, kennt ihr diese Bücher? Wieso, weshalb, warum? Na, ja. Es Dreieinhalbjährige. gibt so eine, es gibt so eine kindliche Phase, da wird wahnsinnig viel Warum-Frage gestellt. Die ist wahnsinnig wichtig in der Entwicklung. Im Erwachsenenalter und in der Businessentwicklung hat diese Frage in dieser Form gar nicht so viel verloren. Ja, und besonders, warum ist der Himmel blau? Da gab es ein großartiges Buch dazu, kann ich mich an Kindertagen erinnern. Das ist ein sinnvolles Warum. Nämlich dann gibt es einen physikalischen Prozess dahinter und einen meteorologischen, dann kann man den erklären. Im Business ist es aber häufig so, aber warum? Warum kaufen Kunden nicht? Aber warum nerven die alle so? Und das ist sozusagen der Schritt, warum, also diese Warum-Frage verhindert geradezu, dass ich auf die Minus-1-Fragen komme. Denn mein Hirn will immer eine Erklärung. Das Problem ist, selbst mit einem anständigen Psychologiestudium kann ich nicht jedes Warum beantworten. Es funktioniert nicht. Das würde jeder Psychologe unterschreiben. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Freud hatte nicht recht, nicht alles hat eine Erklärung. Und wenn, finden wir sie in 30 Jahren und dann hilft sie uns nicht mehr. Und das ist so dieses, wo die Sachen zusammenkommen. Wir haben dieses, es wird die Grundlagenfragen nicht gestellt, dann wird gehasselt. Und dann kommt, das funktioniert dann eben halt in 80% aller Fällen irgendwie nicht. Und dann ist aber warum? Es gibt für die Inspired Action, die eben ja eigentlich genau daraus basiert. Also vielleicht mal grundsätzlich, was ist der Unterschied zwischen Hustle und Inspired Action, bevor wir erklären, wie man warum richtig gut fragt. Was ist der Unterschied zwischen Hustling und Inspired Action? Irgendjemand eine Idee, Freiwillige vor? Genau, ihr könnt das gerne unten in die Kommentare reinschreiben, Löse doch gleich auf. ob ihr schon beim Wort oder beim Wording den Unterschied vielleicht erkennt. Ja. Worte sind ja dann doch ganz nice, die kann man Ja, übrigens, es gibt ein kleines Problem. Es gibt kein richtiges Äquivalent für Hustle im Deutschen, nur um das mal klarzumachen. Es hat doch allen Sinn und Es Zweck. gibt auch kein richtiges Äquivalent für Inspired Action, sorry. Also da muss man mit englischen Begriffen arbeiten. Und ich habe mich jetzt auch beim Vorbereiten auf die Challenge übrigens, wir hatten das ja auf Englisch aufgesetzt, ich habe mich wahnsinnig schwer getan, Geil, das oder? einzudeutschen, und da was zu finden, was wirklich auch diese Energy mit drin hat in den Worten, wo du merkst, das ist dieser Flow und so. Das ist gar nicht so einfach, weil wir haben halt eine sehr kantige Sprache an manchen Stellen und da muss man mit vielen Begriffen Dinge umschreiben, die man im Englischen sehr viel kürzer hat. Also ihr werdet es sehen. Ich hoffe, es ist uns gelungen dann an der Liegt doch auch Stelle. zur Überarbeitung auf meinem Ja, Schreibtisch, aber ja, genau. man merkt, man hat so dieses Gefühl so, Deutsch. Englisch wäre das jetzt ein Satz. Englisch Deutsch. wäre das total viel einfacher und jetzt bin ich wirklich nicht so wahnsinnig in meiner englischen Sprache im Sprechen so gut und trotzdem funktioniert das im Schriftlichen wesentlich besser als mancher deutscher Begriff. Also sehr spannend, ihr werdet es sehen, ihr könnt uns ja dann sagen, ob ihr die Übersetzung gut gefunden habt. Oder ob ihr doch lieber das Englische Ob ihr original es dann doch lieber auf abnehmt. Englisch haben wollt. Ich meine, ja, so lang ist es nicht, man könnte es dann auch einfach so machen. Okay, also Unterschied zwischen Hustle und Inspired Action. Hustle ist dieses, ich tue, ich tue, ich tue, wahnsinnig viel Energie in der Umsetzung. Ich mache auch so ein bisschen wirklich komplette Scheuklappen an. Ich tue. Die To-Do-Liste sagt,
renne dreimal rund um den Schreibtisch, um vom Schlauch runterzukommen. Okay, ich renne dreimal rund um den Schreibtisch, setze mich wieder hin, schreibe die nächste E-Mail. Dann steht auf der To-Do-Liste, Kaffee von links nach rechts umsetzen und von rechts nach links tue ich das. Das ist das Hustle-Prinzip. Ja, also da steht, ich muss Facebook machen, ich mache Facebook. Da steht, ich muss Instagram-Post machen, ich mache Instagram. So, der Punkt an der Stelle ist, so sehr das quasi in der Tat sinnvoll ist, so wenig führt es zu den Ergebnissen, die man dann gerne haben möchte. Und dann sind wir beim Warum. Bei dem Prinzip, was man unter Inspired Action versteht, habe ich verstanden, wo meine Aktion A, aus meiner Inspiration heraus auch andere inspiriert und ich verstehe die Wirkungskette stärker. Und das ist so dieser Unterschied zwischen, wir machen einen puren Hustle, der wirklich teilweise, wenn man von außen so ein bisschen drauf guckt, so ich jetzt rennen Sie gleich um den Workshop-Tisch. Und der anderen Variante, okay, ist diese klassischen Sachen, wo man dann eben auch irgendwann an diesem Punkt kommt, so, okay, Instagram ist gut, aber ist doch vielleicht nicht meine Zielgruppe, ist vielleicht für mich privat oder die sind jetzt alle auf LinkedIn oder zurück zu Xing, was weiß ich, um mal bei der Social-Media-Welt zu bleiben. Und das ist der Unterschied zwischen einem puren Hustle und diesem Inspired Action, was immer mit diesem inneren Check-in anfängt, was immer bei minus eins in meinen Doings anfängt. Jeder Tag morgens fängt bei minus eins an und nicht, weil ich gestern auf 10 aufgehört habe, glaube ich, dass ich jetzt die Weisheit beim Löffel gefressen habe. Und das ist dieser Unterschied zwischen diesem quasi ständigen, kopflosen, dieses Huhn ohne Kopf-Prinzip, was beim Hustle so schnell passiert, in diese Inspired Action. Und die Inspired Action bewahrt eben auch vor der Opossumstarre, das heißt vor diesem Analysis, Paralysis, also dieses, wo man halt dann in diese komplette Starre hineingeht, weil ich eben diesen, man hat so diesen inneren Drang, was zu tun. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass eben auch aus diesem, wenn ich bei minus eins fange, eben diese Inspired Action überhaupt richtig und sauber entstehen kann. Ja, passt da mal auf, weil man spürt es wirklich körperlich. Wenn man so ein bisschen auf, gelernt hat, auf sein Gefühl zu hören, dann kannst du das körperlich spüren. Weil das eine ist das, dieser Hustle, das ist das, was dich wahnsinnig ermüdet. Und zwar nicht ermüdet im Sinne von, ich bin redlich müde nach getaner Arbeit, das ist vollkommen fein, sondern ermüdet im Sinne von, ich habe keinen Dampf mehr auf meinem Akku drauf. Ja? Und ich muss mich wirklich kämpfen, ich muss mich hinzerren, ich muss mich hinsetzen. Eigentlich macht es mir Spaß, aber es ist super anstrengend, ich komme nicht weiter, ich laufe ständig gegen die Wand. Inspired Action fühlt sich komplett anders an. Das kann auch zu Müdigkeit führen, aber das ist eine Müdigkeit, die ist dann wie so, das ist so dieses Babymoment, wo du einfach wegpennst, ja, und voll zufrieden bist in dir drin. Und das ist was komplett anderes, das merkt man. Und wenn man merkt, dass man in den Hustle verfällt, muss man ganz, ganz schnell die Bremse auch reinhauen und wieder zurück auf minus eins, zurück an den Start. Da musst du nur dreimal die sechs würfeln, damit du wieder beginnen darfst, ja. Das wären dann die Fragen. Jetzt wisst ihr, wie die Fragen ist. Ihr müsst also für die Real Business Magic euch einen Wirbel besorgen. Ja, nein. Nee, definitiv nicht. Und einer dieser Gründe darunter, warum es eben der Hustle hat, führt mich immer in dieses Nonsense, warum? Warum verhält sich jemand so? Warum verhalten die sich nicht so? In der Inspired Action liegt die Grundlage dessen, was ja immer so diese sagt, Reproduzierbarkeit, Reproduzierbarkeit, Reproduzierbarkeit. Um erfolgreich langfristig zu sein, muss ich wissen, was ich getan habe, was die anderen tun, um den Erfolg zu reproduzieren. Und das ist das, was man quasi als Essenz aus diesem Warum herausnehmen kann, ist die Reproduzierbarkeit. Was ist an dem, was passiert ist, reproduzierbar? Beziehungsweise was habe ich davon verursacht, was reproduzierbar ist? Oder wiederholt sich das überhaupt gar nicht mehr? Einfaches Beispiel. Auch mir passiert es, dass einfach mal irgendwo versandet so eine Kommunikation. Egal ob privat oder Business, auf einmal ist so versandet. Und du denkst dir so, war da nicht noch was? Wochen, Monate später kommt die Kommunikation wieder zurück. Und dann haben wir so eine Tendenz, das den Leuten sehr, sehr übel zu nehmen. Weil sie haben ja den Kommunikationsabbruch mit uns betrieben. Wenn du dann irgendwie, dass man nicht diese Tür zuschlägst, sondern offen lässt, auch im Business, dann stellst du dir fest, nee, es ist einfach nur Leben passiert. Dein Geschäftsmodell hat sich weiterentwickelt. Es sind ganz teilweise echt negativ, dramatisch, aber auch positiv dramatische Dinge passiert. Es gab also einen guten Grund. Im Zweifelsfall ist aber dieser gute Grund überhaupt irrelevant, weil es ein einmaliges Ereignis war. Ja, also insbesondere bei negativen Sachen oder sonst irgendwas wird sich die Einmaligkeit ziemlich offensichtlich. Und das ist diese viel wichtigere Komponente von dem Warum. Ist es etwas, was einmalig passiert ist? Und wenn ich eben sehe, es ist einmalig, ja, dann brauche ich mich nicht um Warum kümmern. Überhaupt gar nicht.
ich auf diese Seite der Reproduzierbarkeit und sehe, okay, was ist da so mein Anteil, was ist der Anteil der anderen und wo habe ich überhaupt eine Analysemöglichkeit, um zu sagen, okay, das wiederholt sich hier auch wirklich, dann kann ich damit arbeiten. Aber dieses große Warum und diesen Erklärung von irgendwelchen Sachen funktioniert an der Stelle nicht und beschäftigt sich eigentlich nur damit, dass ich so eine ganz schlimme Küchentischpsychologie mache, ja, nope. Der Die Mensch halt auch wieder. stolpert gerne, aber beschissen schlecht. Ja, und die führt halt einfach auch wieder ins Nichts oder in den erneuten Hassel, und dann ist das wirklich, da beginnt wirklich das Hamsterrad, ja? Es ist nicht der 9-to-5-Job, es ist nicht ein anspruchsvolles Business, sondern das Hamsterrad, das beginnt auch Check-in bei dir selbst, bei dem Verhalten, bei den Schlussfolgerungen. Und da kannst du ganz schön Gejagter oder Gejagte werden von deinen eigenen Schlussfolgerungen und dich in diesen Warum-Fragen verhängen. Das ist das, wo ich dann immer so dastehe und mir denke, okay, würden wir uns diese Frage an dieser Stelle einfach gar nicht stellen oder sie anders stellen, wären wir doch schon 10 Kilometer weiter. Da hätten wir doch schon lange Umsatz machen können. So, es ist erstmal so, hä, wieso? Wir könnten jetzt uns noch lange damit aufhalten. Aber man muss es einfach auch zu den Akten legen können, beziehungsweise die Frage aufbrechen in die Unterpunkte, dann schnell handeln und dann bekomme ich wieder eine Geschwindigkeit hin, bekomme ich wieder den Speed hin und muss ich nicht in den Hustle verfallen, sondern kann eigentlich mit Höhen und Tiefen natürlich, so ist das Leben, in einer Inspired Action Position oder aus einer Inspired Action Position raus arbeiten. Ja, und dieses hat der Unterschied auch zwischen dem Hustle und der Inspired Action, auch aus eigener Erfahrung heraus, und ich habe es ja mit Dingen aufschreiben, die Produktivität zwischen Hustle und Inspired Action, alter Schwede, wenn du danach dann drauf guckst, fragst du dich, warum bin ich jemals in diesen bescheuerten Hustle-Modus Don't ask. reingegangen? Es ist einfach nur schlimm, wo du echt denkst so, du weißt es doch besser. Und dann guckst du auf deine Produktivität drauf und denkst dir so, was hast du denn jetzt da? Nix hast du dir dabei gedacht. Und genau das war das Problem. Genau, deswegen bei der Challenge nehmen wir dich mit an diesen Punkt minus eins. Gehen mit ganz anderen Check-in-Fragen ran, auch die ihr von uns gewöhnt seid. Also wirklich, das ist mal komplett anders, das ist aber total notwendig und sinnvoll, und hilft dir dabei wirklich in diesen Inspired Action Modus zu kommen und dann wirklich deine Taten so anzupassen, dass sie wirkungsvoll sind und dass dieses Jahr, beziehungsweise bis zum Jahresende, das hat einen Überhang bis April oder Mai 2021, dass das wirklich machbar ist, gerade wenn du nicht auf vielen Schultern deine Aufgaben verteilt hast, ja? Also wenn du ein kleiner mittelständischer Betrieb bist, der noch sehr inhabergeführt ist zum Beispiel, wenn du Solopreneur bist, wenn die Aufgaben einfach noch ganz viel an dir dranhängen, wenn du noch nicht viel delegieren konntest, weil das halt einfach noch nicht die Position ist, weil das noch auch nicht machbar war bis jetzt, dann wird dir das wirklich helfen, auch in diesen Modus zu kommen, zu gucken, was hat denn wirklich Priorität, was ist denn jetzt wirklich wichtig, worauf muss ich meinen Fokus legen, wie delegiere ich denn überhaupt auch das, ja, und was überhaupt, was funktioniert da, und wie komme ich daran, dass ich die nächsten 6 Monate einfach nicht nur überlebe, sondern gut davon leben kann, also da tragfähig arbeiten kann, dass ich nicht nur durchstehe, sondern wirklich auch in der Haltung, beziehungsweise auch in der Mut, wie sagt man das auf Deutsch? Das ist auch so ein komisches Wort, oder? Dass man nicht so richtig auf Deutsch Ja, die sagen kann. Stimmung, aber das passt halt Ja, Stimmung dumm an passt den nicht. In Deutsch. dieser Mut, dass es wirklich auch zu 70, 80% Spaß macht und halt einfach 20% Pflichtaufgaben sind, ja. Und das muss doch die Zielsetzung sein, weil alles andere lässt ausbluten. Und das wäre super schade, weil ihr habt einfach alle geile Sachen am Start, ihr habt geile Unternehmen am Start, und da geht noch was. Da geht noch was. Und das ist, wie gesagt, also diese Real Business Magic Challenge. Also vielleicht einfach nochmal ein kleiner Blick hinter die Kulisse. Das ist nichts, was quasi nicht auch, also das stammt aus einem Konstrukt, was ich selbst mal irgendwann mit mir selber quasi gemacht habe, 2016. Und wenn man so ein Auferlegt. bisschen Auferlegt. selber auferlegt habe. Ja. Und wenn ich mir so selber meine Entwicklung, ich meine 2014, 2015, 2016, wo man dann auch so sieht, so, okay, wann war es denn eigentlich so, dass dieser Schalter auf einem anderen Niveau gekracht hat? Und das war ganz krass 2016. Und ein großer Anteil hat dieses andere Arbeiten, weil auch, ich meine, wenn man sich so, ich habe die Story ja schon ein paar Mal erzählt, 2014 war es so mit dem Rücken zur Wand, ja. 2015 kam ein bisschen Ruhe rein, aber ich musste alles irgendwie mal
umschmeißen und mein Businessmodell in Minimalismus machen. Also das war ja das Jahr des 2015 zu Business Minimalismus, um dann eben in Zusätze zu sagen, okay, Business Minimalismus und ich, ja, ich mag sehr line, sehr glatt, elegante Firmenkonstruktionen, aber nicht diesen Business-Minimalismus, den da draußen teilweise gepflegt wird. Und dann war so diese Überlegung, okay, was, wie kriege ich denn diesen Schalter jetzt? Ich weiß ja, dass dieser Schalter existiert. Das ist ja das, wenn du an bestimmten Erfolgspunkten in deinem Leben schon mal warst, dann weißt du, er existiert. Und dann ist mein Hirn ja ständig damit beschäftigt, irgendwie die Reproduzierbarkeit zu suchen. Und so ist eigentlich das, was ihr jetzt als Real Business Magic Challenge eben seht, eigentlich auch entstanden, eben gefolgt auch von dieser Inspired Action und von diesem so einem anderen Arbeitsniveau, wo ich mich auch manchmal frage, so hat mein Tag nicht auch nur? Und dann merkst du aber, nee, der Tag hat auch nur 24 Stunden und du hast einen anderen Arbeitsmodus und so dieses zurück auf minus eins, zurück in diese Inspired Action und du denkst dir, du guckst wirklich retour und denkst dir so, fucking hell, it's magic. Es war nie Magie, aber es war doch irgendwie very magic, weil du eben geschafft hast, diese Schalter mit dir selber umzulegen, weil du so einen anderen Prozess etablieren konntest. Also deswegen, falls ihr bisher noch nicht gedacht habt, ihr müsst bei der Challenge dabei sein, aber ihr wollt quasi the magic ingredients von 2016, wie Frau Lampel da mal so den Schalter final umgelegt hat, um da wieder mal auf entspannteres Arbeiten zu kommen, weil umsatzmäßig war zu 14 und zu 15 okayisch, aber 2016 hat geknallt und ich habe weniger gearbeitet. Also deswegen muss man schon auch ehrlich zugeben. Also deswegen, das liegt, also da könnte eine Option sein. Könnte eine Option sein. Also deswegen, sagen wir mal so. Der Sell an der Stelle ist ganz hart. Genau. Ja. Also, wir können euch nur ganz herzlich einladen, bei der Challenge dabei zu sein, können natürlich auch Leute einladen dazu, was auch immer. Wir haben euch eine wunderbare Seite gemacht, darüber könnt ihr euch eintragen, die packe ich euch dann noch in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Ihr seht euch morgen nochmal um 9.30 Uhr zur englischen Salespiration. Ja, und dann habt ihr diese Woche nur bedingt Ruhe von uns, weil uns fällt schon noch was ein, aber so ein bisschen mehr Ruhe. Genau, in dem Sinne euch eine erfolgreiche Woche, tief durchatmen und wir sehen und hören uns in diversen Veranstaltungen. Bis bald.